Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir werden heute gegen unseren Erzrivalen, gegen diesen Iren, oder auch, vielleicht ist er auch Ire, aber er ist Ire, gegen ihn kämpfen und dann schauen wir mal, was weiter passiert. Nein, ich will die Sequenzen nicht überspringen. Hey O'Neill, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut, ich mit dir auch. Na dann. Komm her, Tussi! Von wegen. Ja! Nochmal, fester. Gerne. Na komm, dann, Schlag. Ganz nett, Tussi. Tussi? Meine Ma hat mich schlimmer vermöbelt. Mehr hast du nicht drauf? Doch. Noch einiges drauf. Diesmal sind keine Wärter da, die dir... Diesmal brauche ich auch keine Hilfe. Ja! So. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süßer. Und weiter geht's. Nein, der ist noch nicht down, der Kerl. Jetzt gebe ich dir den... Na komm. Und wir machen genauso weiter wie vorher. Na komm. Diesmal reite ich die härtere Tour. Also? Also bis jetzt bist du der Einzige, der Schläge kassiert. Na klar, Feigling. Halt deine Fresse! Ich glaube, der kämpft nicht mehr. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit der aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann? Sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Oh
und die Stadt hat sich ein klein wenig verändert. Es ist jetzt Sommer und es sind ein paar Jahre vergangen. Und wir haben die ganz schönen Autos. Okay, den kennen wir schon. Den kennen wir auch schon. Den kennen wir noch nicht. Ah, das gefällt mir jetzt. Gut, dann gehen wir mal den guten Joe besuchen. Er wohnt noch immer an der gleichen Stelle. So. Dann gehen wir mal rauf. Nein, da war es nicht. Das war noch eins weiter oben, glaube ich. Ja. Aha. Sucht euch eine Wohnung. Zieh Leine, Kleiner. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. So, neue Bude, neue Gegend. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Ja, dann hoffentlich komm, hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Nee, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Holy, ist das ein schönes Auto. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und hab für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich hab eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich hab das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Bist du farbenblind? Die war rot! Nein, bin ich nicht. Ich hasse es, an roten Ampeln zu stehen. Ja, der geht schon bedeutend besser. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Was ist? Habe ich eigentlich Geld? Na, $200. Sonst hätte ich mir jetzt was zum Anzug... Sag einmal! Hätte ich mir jetzt was zum Anzug gekauft, aber mit $200 hofft man nicht weit. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Dann gehen wir mal rauf. In der obersten Etage. Tudum, tum, tudum. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Aha. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen.
Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zieh dir einen Anzug an. Na toll. Also ich muss das Geld ausgeben, was ich mit habe. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Garage und schauen wir uns unser Auto an. Okay, der Joe ist mittlerweile nach Hause gefahren. Und wir schauen mal in die Garage, was da so drin steht. Nein. Wagen reparieren. Okay, eigentlich wollte ich durch die Waschstraße fahren, aber können wir uns jetzt wohl sparen. Hey, pass auf! Ja, was ist mit dir? Runter von der Straße. Und ich fahre dich über den Haufen, mir ist das egal. So, dann gehen wir mal einkaufen. Ich würde mal sagen, Fail. Grüß Gott. Sagen Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. So, es hat geheißen, ich brauche einen Anzug. Mit Regenmantel. Nein, ich will keinen Regenmantel. Nehmen wir den da. Gerne und kaufen. $66. Wow, der sitzt perfekt. Ja, sieht doch gleich besser aus. Und jetzt fahren wir. Müsst ihr da stehen? Viel Freude. War ich das etwa? Gerade repariert und schon wieder hin. Naja. So, was müssen wir machen? Okay, gehe zu Joe. Nein, ich fahre zu Joe. Sag einmal, biegen alle ab ohne Rücksicht auf Verluste. Dann gehen wir mal rauf zu Joe. Bevor wir aber weiter zu Joe gehen und mit der Mission fortfahren, würde ich mal sagen, wir hören hier auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, tschüss!